Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Wir machen Gott und Blöds. Ey, krass, gell? In letzter Zeit kommen hier die alten Klassiker auf den Tisch. Das liegt aber daran, dass ihr geschrieben habt, mach mal ein bisschen mehr davon. Wenn euch das gefällt, jetzt schon, ne? Jetzt schon. Schreibt es direkt unten rein, warum ihr hier seid. Nicht, dass ihr mir die Asia-Gerichte vermisst, ne? Da werde ich auch traurig. Es ist ja noch nichts zu spät, Kinders. Wir machen ein geiles Cordon Bleu. Ich zeige euch, wie es geht. Es gibt dazu einfach ein paar schöne Bratkartoffelchen. Schon. Ey, guck mal, was ich alles dabei habe. Einen Schweinerücken, ein Kilo. Dann habe ich hier Paniermehl gemischt mit Panko. Panko ist japanisches geriebenes Toastbrot. Auch sehr, sehr geil. Wird super crispy nachher. Dann habe ich hier drei Eier, ein bisschen was Mehl. Klarer Fall. Dann habe ich hier einen Emmentaler Käse am Stück. Kochschinken, ein bisschen dicker geschnitten, eine halbe Zwiebel, ein paar Speckstreifen, Butter, Butterschmalz, Salz, Pfeffer, dies, das, was man so braucht. Kartoffelchen sind da. Und das Allerwichtigste, ich habe hier die 28er von Hoffmann mit dem hohen Rand und ich habe hier die 28er von Hoffmann mit dem flachen Rand. Bratkartoffeln, Schnitzel bzw. Cordon Bleu. Ihr seht ja auch hier den schönen Ausbeiner von der Firma Heiso. Wir haben Rabattcode für Hoffmann-Pfannen und für Heiso-Messer. Der ist hier. Guck mal, ihr Bärze, da steht er. Oh mein Gott, ist das Ding groß. Link ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal ein schönes Messerchen rauslassen oder aber auch so eine schöne Pfanne. So, hier oben auf dem Schweinerücken, ne, sind ja immer so ein bisschen was Sehne noch drauf. Die holen wir uns hier gerade mal runter. Könnt ihr aber auch beim Metzger eures Vertrauens direkt wegschneiden lassen. Das Fett ist nicht das Problem. Ich will nur diese dicken Sehnen, die hier oben drauf sind, ne, die holen wir uns gerade runter. Mit einem scharfen Messer ist das eine Leichtigkeit. Hier hinten, weißt du, wo es so ein bisschen dicker ist, die braucht kein Mensch am Ende, ne? So. Tim, das hier ist dein Lieblingsmesser, der Ausbeiner, gell? Ja. Das magst du gern, das Ding. Ja. So, ein bisschen was darf noch dran sein, ist kein Problem. Fett ist sowieso gar kein Problem. Ich will nur nicht nachher hier auf diesen Dingern rumbeißen. Ja. Deswegen schön rausgeholt. So, jetzt gucken wir, was hier drüben noch dran ist. Also Schweinerücken ist auch auf jeden Fall am besten dafür geeignet. Hier unten ist noch die Kette dran. Die schneiden wir jetzt auch noch direkt weg. Wir wollen es schön schier. So, da haben wir es. Aus der Kette kann man übrigens auch noch ein schönes Gyros machen nachher, wenn ihr wollt. Aber ja, wir machen heute ja das hier. So, und was wir jetzt machen ist, wir machen einen Schmetterlingsschnitt da draus. Ne? Und zwar, guck mal, wir schneiden hier rein, nicht bis ganz durch. Und dann schneiden wir hier runter. Einmal. Dann schneiden wir hier wieder rein, nicht bis ganz durch und hier wieder runter. Zweimal. Wieder hier reinschneiden, nicht bis ganz runter, hier durchschneiden. So, und die kloppen wir uns dann gleich zusammen. Alles schön und gut. Aber zuerst gibt es Bratkartoffeln. Die brauchen nämlich deutlich länger. Und zwar habe ich hier Kartoffeln vom Vortag. Pellkartoffeln einfach übrig gewesen. Ne? Die gehen wir her. Ich weiß nicht, ich zeige euch jetzt mal, wie man das ordentlich macht. Viele von euch werden natürlich sagen, hey, Bratkartoffeln, die mache ich schon so lange, wie ich denken kann. Das mag sein. Aber wichtig ist immer eine schöne Kartoffel vom Vortag. Und dann nicht so dünn schneiden. Ne? Schneidet ruhig so ein paar dickere Scheibchen runter. Und wichtig ist auch, dass die Pfanne schon ein bisschen vorgeheizt ist. So wie die hier, die steht auf 7. Da machen wir jetzt ein bisschen Pflanzenfett mit rein, dass der Boden da erstmal schön bedeckt ist. Und dann habe ich hier Butterschmalz. Ne? Ist natürlich auch immer eine feine Angelegenheit. Ordentlich Butterschmalz mit rein. Das machen wir nämlich nachher auch für unsere Cordon Bleus. So, ich schnippel das fix. So, Kartoffel geschnitten. Und dann gehen wir her. Dann packen wir uns die hier drüben schön in die heiße Pfanne rein. Aufpassen, dass ihr euch nicht verbrennt. Hier darf ruhig ein bisschen tiefes Fett sein. Das ist schon okay. So, das Allerwichtigste ist jetzt, wenn die da, wo ist mein Kochlöffel? Da. Wenn die da drin liegen, dass die alle so ein bisschen Kontakt haben, ne, auf dem Boden. So, lele. Und dann lassen wir die einfach mal in Ruhe. Stellen die mal runter auf 6,5. Und dann können die hier so schön vor sich hin braten. Ja? So, in der Zeit machen wir uns mal ein bisschen was Cordon Bleu. Die Eier hier, die werden so ein bisschen aufklaren. Das ist mal so drei Eier, Panierstraße, ganz klassisch, ihr kennt das ja. So, das haben wir schon mal angeschlagen. So, dann gehen wir her und schneiden uns noch ein paar Stückchen Käse runter. Und ich kaufe immer am Stück, weil ich will hier so schöne Stücke drin haben nachher. Ne? Das finde ich schon geil. Und Käse, ja, nehmt, was ihr wollt. Aber ich sage hier so ein Emmentaler. Das ist schon mein Favorit da aktuell, muss ich ehrlich sein. Ne? Und Kochschinken, jo, ihr wisst Bescheid. So, hier, Schinken haben wir auch. Schön dick geschnitten, das werden wir nicht alles brauchen. Was wir jetzt mit dem Schinken machen, ist nämlich ein bisschen anders als sonst. Und zwar schneiden wir den in Streifen. Ja, dann hast du nämlich nachher, kannst du das viel schöner verteilen da drin. So, komm mal hier. Tim, bist du an meinem Schinken?
Das ist immer gut, gell? Schinkenstreifen, immer gut. Ja, saftiger Kochschinken, immer geil. So, der kommt hier vorne hin. Dann können wir uns gleich basteln hier. Was wir gerade noch machen, wir springen immer zwischen den Gerichten so ein bisschen hin und her. Wir haben hier noch eine Metzgerzwiebel. Da schneiden wir noch so ein paar schöne, dicke Zwiebelstreifen runter. Norden, Süden am besten. Komm her. Die gehen jetzt nämlich gleich mit in die Kartoffel rein. Zusammen mit dem Speck hier. So, das stellen wir uns schon mal auf die Seite. Dann haben wir Platz. Was machen wir gleich, wenn wir das erste Mal gedreht haben hier? Oh, guck mal. Das ist wunderschön. Jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, wo wir hier schon mal so ein bisschen Pfeffer drauf machen. Ich habe hier so ein bisschen gemahlenen Pfeffer jetzt gerade. Da geht natürlich alles, ne, was ihr wollt. Schön ordentlich würzen. Dann Pinch of Salt. Herzsalz nicht vergessen, ist immer wichtig. Das triggert den Tim übrigens, das da. Jo, der Koch kocht halt, gell? So, und dann gehen wir mal her. So, und dann breiten wir das hier so ein bisschen aus. Und dann gehen wir mal mit dem Plattierer ran und plattieren uns mal unsere Cordon Bleus. Ihr müsst gucken, mit welcher Seite ihr da dran geht. Wir wollen es ja nicht komplett zerstören. Und es soll auch schön flach sein. Geht natürlich auch mit der Oberschale, ne? Ich plattiere hier mal kurz. So, Bratkartoffelchen. Die braten hier schön vor sich hin. Da gehe ich jetzt wieder auf 7. Tippitoppi. So, hier, guck mal. Ihr seht, was passiert ist. Ja? Dann gehen wir hin. Schön salzen. Achso, wir machen uns hier vorne die Pfanne schon mal an. Die kann auch auf 8 laufen. Und schön in tiefem Fett backen. Ihr wisst Bescheid, gell? Auch da geht jetzt wieder schön Butterschmalz mit rein. Ah, ist einfach für den Geschmack. 1000 Mal besser, ne, als nur Fett zu nehmen. Deswegen guckt, dass ihr immer so ein bisschen Butterschmalz am Start habt. Tipptopp das Zeug. So, ja, was wollte ich machen? Gesalzen habe ich, ein bisschen Pfeffer. Weil das Fleisch muss natürlich auch ordentlich gesalzen sein. Ne? Das ist ja klar, Fall. So. Und dann gehen wir her. Und dann legen wir uns hier so ein paar Schinkenstreifen rein. Ja, ich übertreibe das halt relativ gerne da auch. So, schön Käse mit oben drauf. So, und dann klappen wir zu. So, und dann drücken wir es schön zusammen. Das ist gut. Und manchmal ne, muss man die gar nicht, manchmal müssen wir die gar nicht mit Zahnstochern zumachen, weil es auch so hält. Aber zur Sicherheit mache ich hier nochmal zu. 1 und 2. Geht einfach so da durch, wie mit Nadel und Faden. Und dann hier oben rein. So, das mache ich jetzt mit den 3 Jungs hier und dann panieren wir und backen die. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt hier erstmal. Boah, geil, guck dir diese schönen Bratkartoffeln an. Schön goldbraun sehen die aus. Genauso soll es werden. Wir brauchen noch ein bisschen, damit die schön knusprig werden. Was wir jetzt schon mal machen, wir machen hier oben drauf die Zwiebeln. Schöne, grobe Streifen. Und den Speck geben wir auch dazu. Ah, schön. Das wird was, Kinder. Kein leichtes Essen, aber ein gutes Essen. So. Gewürzt sind sie. Dann gehen die hier ins Mehl. Gucken, dass überall ein bisschen was ist. Sehr schön. Und dann durchs Ei. Überall schön. Bisschen Ei dran. Da gewissenhaft arbeiten, ne? Es muss überall was sein. So, und dann kommen die hier rüber. Boah, ja. Und beim Cordon Bleu könnt ihr ruhig auch ein bisschen andrücken. Das passt schon. Da muss nichts so flieren, es muss halten. Und dann ab ins Pfännchen. Das sind aber auch Monster, ne? Ah, das hört sich so an, als ob man es schon drehen könnte. Hier kommt auch schon so ein bisschen Käse an der Seite. Boah, guck mal. Ist das nicht schön? So sollen die aussehen. Schön goldbraun. So, jetzt von der anderen Seite nochmal langsam braten. Steht auf 6.
Kartoffeln. Oh, da gehen wir das noch ein bisschen hoch hier auf die 8. Ach, guck mal, wie geil das aussieht. Wunderschön, oder? Lasst euch Zeit dafür, bratet schön. Das ist eine tolle Sache. Guck mal. Hier, Bratkartoffel. Geht hier noch ein bisschen Petersilie mit rein. Schön rough. Einmal geschwenkt. Boah, sind die geil. So, was wir jetzt noch machen, ist ein bisschen Muskatnuss. So, sehr schön. Dann hier ganz zum Garzeitende ein bisschen frische Muskatnuss oben drüber. Wichtig. Und ich mache immer noch ein bisschen getrockneten Majoran. Das passt immer hervorragend. So, dann noch einmal schwenken. Dann haben wir alles gut verteilt. Gut gewürzt sind sie ja. Dann habe ich hier so ein schlaues Ding. Und dann gehe ich immer noch mal her und mache mir die noch mal kurz ins Sieb, damit die nicht ganz so fett sind, weißt du? So, dann richten wir uns das gleich an. So, dann gucken wir doch gleich mal hier nach unserem schönen knusprigen Cordon Bleu. Oh, das sieht hervorragend aus. Die kommen hier auch drauf zum Abtropfen. Hui, hui. Ey, geil! Hört aus! Timmy, wir richten an. Dann machen wir ein Foto und dann probieren wir es zusammen. Guck mal das an. Timmy, Fokus muss hier on point sein, gell? Und zwar hier und hier auch. Und auf den Kartoffeln auch mal, wenn es geht. Gut, gell? Easy, oder? Ey, ich würde sagen, geht noch mehr Käse rein. So, wir probieren, Kinder. Super geil und saftig. Schön langsam gebraten. Oh, das ist geil. Yes, baby. Das wird so heiß sein. Ha. Boah, der Emmentaler. Boah. Ey, das ist Bombe. Ist rustikal. Oh, aber geil. Guck mal hier. Da läuft der Saft unten raus. Siehst du das hier? Diese Schinkenstreifen, viel geiler. Kannst du viel besser beißen. Boah, komm nochmal hier. Wir machen nochmal einen Focus on Point, Timmy. Ist er da? War gut? War gut? Sehr gut. Bevor ich mir jetzt das zweite Mal Mund verbrenne. Leute, hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Guck mal, da unten kannst du den Kanal abonnieren. Das kostet nichts und schmeckt gut. Rote Box einfach draufklicken. Das kostet nichts und schmeckt gut. Ich verspreche es euch. Falls ihr Bock drauf habt, mehr von diesen rustikalen Gerichten zu sehen aus der deutschen Küche, ne, schreibt mir gerne mal einen Kommentar unten rein. Wir sind ja gerade so ein bisschen abgedriftet in diese Richtung. Ich möchte wissen, ob es euch gefällt. Daumen nach oben ist ja klar. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir bedanken uns bei unseren Kanalmitgliedern. Hoffentlich bis bald. Macht's gut, ihr Süßen.